Schlecht. Du bist gemein! Ich will, dass du tot bist! Pass mal auf, mein lieber Freund, so redest du nicht! Lass ihn doch! Nee, Bärbel, ich regel das jetzt hier! Komm, ab! Ist jetzt in den Flur? Ja, in den Flur! Wenn du über dein Verhalten nachgedacht hast, kannst du wieder reinkommen. Sebastian, komm wieder rein. Sebastian! Komm bitte! Ruhe! Oder ich hole die Funkstreife! Dankeschön. Und, weiß man schon etwas? Das sieht böse aus. Der armen alten Frau muss jemand tüchtig ans Übergebraten haben. Und der Blut. Und das alles mit einem Butter als Waffe. Echt? Darf ich auch mal sehen? Bleib schön hier, mein lieber Freund. Ist ja schrecklich. Und was glaubt die Polizei, war es ein Raubüberfall? Und? Wer war's? Das sollten Sie doch herausfinden. So schnell geht's leider nicht. Ich muss Sie alle bitten, sich zu unserer Verfügung zu halten. Wer von Ihnen ist Herr Schlegel? Ein Stockwerk tiefer. Danke. Sebastian, lass Katharina in Ruhe. Du nimmst jetzt deine Sachen und machst deine Aufgaben auf deinem Zimmer weiter. Lass dich nicht stören, ich mach das schon. Herr Brüggemann, wir sind in einer Vernehmung. Und Sie haben mir noch nicht geantwortet. Ja, was soll ich denn sagen? Wir hatten kaum Kontakt zu Frau Sommerfeld. Es waren verschiedene Welten, verstehen Sie? Oder, Bärbel? Ich fand sie nett. Eine sehr weltgewandte Frau. Sie hat mich manchmal zum Kaffee eingeladen. Ja? Während meiner Dienstzeit. Ich bin Arzt. Ich verbringe oft ganze Tage und Nächte im Krankenhaus. Wenn ich dann frei habe, ziehe ich es vor, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, statt mit irgendwelchen Nachbarn. Ist Ihnen gestern Nacht etwas aufgefallen? Da war die ganze Zeit Musik und dann hörte sie plötzlich auf, aber sonst... Wir waren hier, haben gelesen, die Kinder waren im Bett. Eine ganz normale Familie eben. Hey, die dürfen mich nicht so anfassen. Das ist Kindesmisshandlung. Dann sag's doch der Polizei. Du weißt doch was, oder? Guck mal da. Wir sprechen uns noch. Hallo? Thorsten, bist du allein? Ja, wieso denn? Ich muss mit dir reden. Aber mach dir keine Sorgen. Du bist mein Kumpel. Danke, stimmt so. Tschüss. Wir können ja mal ins Kino gehen. Hinterher noch ein Eis oder ein Burger. Wir sind doch Freunde. Ich sag auch nicht, wie du in der Nacht in die Wohnung gegangen bist. So? Was hast du denn gesehen? Ich meine, ganz genau gesehen. Das weißt du doch selber. Du hast so geklopft wie immer bei der Alten. Und dann bist du rein. Tja, dann irgendwann war sie tot. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit dir? Und hin! Ich dachte, wir wollten noch ins Kino gehen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn alles. Ich muss mit Elke reden. Mein Gott, lass mir meine Ruhe! Das ist kein Spiel mehr! Frau Sommerfeld wollte dafür sorgen, dass Elke Jentgen gefeuert wird. Das passt doch alles wunderbar zusammen. Mensch, kannst du nicht wenigstens die Hand vorhalten? Bis später. Ciao. Scheint sich dein Verdacht hier zu bestätigen. Manchmal lohnt es sich eben, Klatsch und Ratsch zu lesen. Da vorne? Lass sie
los! Alles in Ordnung mit dir? Und Sie kommen jetzt mit aufs Revier. Was? Und was ist mit mir? Du bist sowieso verhaftet. Okay, du wolltest Thorsten decken, oder? Ja. Thorsten ist doch cool. Thorsten hat vorhin gemeint, ich soll alles erzählen. Keine Ahnung, warum der unbedingt in den Knast will. Hast du gesehen oder nur gehört, wer in die Wohnung gegangen ist? Im Treppenhaus war es dunkel. Ich konnte nichts sehen. Klar, aber ich habe gehört, wie er geklopft hat. Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Das war sein Klopfzeichen bei der Alten. Aber das kann doch auch jemand anders gewesen sein, oder? Der musste bloß dieses Klopfzeichen kennen. Oder glaubst du, du bist der Einzige, der es kennt, außer Thorsten? Kann schon sein. Ich weiß nicht. Wollen Sie mir jetzt was anhängen? Quatsch. Wie lange bist du noch da oben gewesen? Weiß nicht. Irgendwann hat mein Vater mich dann reingeholt. No. Pass auf, das nächste Mal, wenn dein Vater dich nachts ins Treppenhaus schickt, rufst du uns an, ja? Warte mal. Ich bin bei dir, er kann dir nichts tun. Wir rein. Das ist doch Ihr Schlüssel, Herr Brüggemann. Wo haben Sie den her? Der lag neben der Leiche von Frau Sommerfeld. Können Sie uns das vielleicht erklären? Verschonen Sie mich doch mit Ihrem scheiß Schlüssel, verdammt! Keine Angst, wir sind da. Du kannst mich nicht verlassen. Das kriegen wir alles wieder hin! Sie ist tot! Was ist gestern Nacht passiert, Herr Brüggemann? Ich wollte nur meinen Sohn wieder in die Wohnung holen. Da war dieses Lied. Dieser Lärm. Die Sommerfeld hat dich gegen mich aufgehetzt. Du willst mich verlassen. Und deshalb sind Sie rauf zu Frau Sommerfeld? Hat die alte Dame nicht um Hilfe gerufen? Sie hatte doch für nichts Angst, die alte Hexe. Verhöhnt hat sie mich. Ich würde meine Familie aus dem Haus treiben mit meinem Heile-Welt-Terror. Ich wäre eine Witzfigur, Versager. Das war zu viel. Das hätte sie nicht sagen sollen. Sie ist selber schuld. Du bist schuld. Ich bin ein ganz normaler Familienvater. Sie sind der Mörder, Herr Brüggemann. Führt ihn ab. Das ist meine Familie. Sie lassen mich nicht wegnehmen! Tut mir leid. Pass auf die beiden auf.